Hallo, ich muss leider sagen, es wird vorerst keine Videos geben, weil die Technik mich total im Stich gelassen hat. Ja, meine Capture Card, mit der ich immer meine Spiele aufzeichne auf der Switch, die zeichnet seltsamerweise nicht mehr auf. Ich weiß nicht warum. Ich habe nichts verändert, ich habe nichts irgendwie umgesteckt oder so, aber es kommt nichts auf der Festplatte an. Manchmal, wie ich schon im letzten Video gesagt habe, wird der Bildschirm manchmal schwarz und dann hört's auf mit der Aufzeichnung. Und jetzt ist es so, dass auch eine Festplatte, wo ich alle Spiele von der Switch und von der Wii U aufgezeichnet habe, ja, kaputt ist. Also sie klackert und macht komische Geräusche. Das heißt, es sind mehrere Spielstunden Splatoon bzw. Splatoon 2 und Splatfeste weg. Alles, was jetzt noch von diesen Spielen übrig ist, sind ein paar Stündchen, ja, ich schätze mal, nicht mehr wie 2 Stunden auf meiner Festplatte bzw. auf diesem Kanal. Ich habe jetzt schon eine neue Capture Card besorgt, bestellt und werde auch eine neue Festplatte bestellen. Ich werde ja nochmal ganz von vorne anfangen. Ich habe gedacht, ich würde den Story-Modus von Splatoon 1, auch von Splatoon 2 gemütlich durchspielen und aufzeichnen. Und dann vielleicht als Nightstream oder so, vielleicht auch unkommentiert hochladen. Mir ist das Ganze einfach viel zu wichtig, als jetzt einfach aufzugeben oder mich da runter machen zu lassen. Was natürlich möglich ist, ist, dass ich Spiele vom PC aufzeichne und hochlade. Wie gesagt, ich hätte ultra Bock, wieder Ori zu spielen. Aber momentan brauche ich eine kleine Pause. Es ist alles irgendwie zu viel. Es trifft mich auch ziemlich hart selber, wenn ich ehrlich bin. Weil ich bin nicht der Typ, bei dem alles immer so glatt läuft. Ich muss immer sehr hart kämpfen, wenn ich was möchte. Und ich tue mich bei vielen Sachen schwer. Ich weiß, es werden jetzt einige kommen und sagen, ja, so schwer ist es doch nicht. Oder was ist das Problem? Es ist halt so. Und was bei mir halt schon immer so war, ist, die Dinge, die ich gerne mache, die klappen nicht oder nur mit viel Anläufen. Und die Sachen, die ich nicht gerne mache, die gehen reibungslos über die Bühne. Und dafür werde ich auch gelobt, dafür kriege ich auch Anerkennung. Die Sachen, die ich liebe, die ich mit Leidenschaft mache, die sind eben das nette Hobby. Naja. Wie auch immer, ich weiß auch gar nicht, warum ich das Video überhaupt aufzeichne, weil wenn ich auf mehr wie 5 Klicks komme, ist das schon richtig viel. Aber ich hatte eben das Bedürfnis, das loszuwerden. Tja, wünsche euch trotzdem einen schönen Tag, schönes Wochenende und bleibt neugierig, so wie ich. Und ja, bis bald. Tschüss.